Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich im Namen der Freilichtgemeinschaft Westerstede und freue mich auf Ihren Besuch. Endlich ist es soweit, unser Sommertheater 2015 hat begonnen. Eine Stadt macht Theater. Der Schwarze Graf, das Theaterstück aus der Feder unseres zweiten Vorsitzenden, Alf Hauken, ist ein Stück mit heimatgeschichtlichem Hintergrund. Es geht um den großen Brand, der vor genau 200 Jahren hier gewütet und sehr viele Häuser rund um die Kirche zerstört hat. Amtmann von Negelein hat daraufhin dafür gesorgt, dass die Häuser hier nicht wieder aufgebaut wurden, sondern ein Marktplatz für Handel, Viehmärkte und etc. entstand. Der Marktplatz, auf dem wir jetzt gerade Theater spielen. Übrigens, der Brand vor 200 Jahren ist von der Kochschen Brennerei ausgegangen. Ein Kessel ist explodiert. Die Schnapsbrennerei befand sich in dem Gebäude des jetzigen Hotels Altes Stadthaus. Und genau dort findet noch bis zum 19. Juli eine spannende Ausstellung rund um den großen Brand statt, die sonntags von 11 bis 18 Uhr geöffnet ist. Zum Stück eingebaut in die Historie wurde eine Liebesgeschichte, wie sollte es auch anders sein, und es wird spannend und heiß werden. Lassen Sie sich einfach überraschen. Wir sind von der Oldenburgischen Landschaft für die großzügige Förderung und für die Umsetzung dieses Theaterstückes sehr dankbar. Auch danken wir im besonderen Maße die Stadt Westerstede, die dieses Theater unterstützt hat, insbesondere durch den Einsatz des Bauhofes. Ohne ihn ging überhaupt nichts. Noch eins, nach ca. 50 Minuten gibt es eine Pause von ca. 25 Minuten. Besuchen Sie den historischen kleinen Markt und genießen Sie die Angebote der Gastronomie rund um den Marktplatz. Das Restaurant Forcini, das Eiscafé Blumenberg, Restaurant Agave, Hotel Busch, Eiscafé Claudio, Hotel Altes Stadthaus, das Café-Eck und Restaurant Capitol laden dazu ein. Nun noch ein paar organisatorische Dinge. Das Filmen und Fotografieren ist während der Aufführung nicht erlaubt. Und was nochmal ganz wichtig ist, vergessen Sie nicht, nach dem Theaterstück Ihr Handy wieder einzuschalten. Ich freue mich auf eine interessante Aufführung und wünsche allen Darstellern ein toi, toi, toi. Schönen Dank. Wenn ich dich kriege? Ein Kuss. Nur einen? Ich weiß ja gar nicht, ob mir das gefällt. Vielleicht küsst du ja ganz furchtbar. Hat sich noch keine beschwert. Hattest du denn viele? Moment mal. Du Scheusal! Wenn ich dir sagen würde, dass du die Erste wärst, würdest du mir das glauben? Das würde ich dann schon merken. Was ist? Willst du mich jetzt küssen? Oder muss ich mir erst jemand anderen suchen? Oh, unterstehe dich. Ich weiß nicht. Um zu beurteilen, ob das dein erster Kuss war, müsste ich schon eine weitere Kostprobe haben. Und zufrieden? Naja, das müssten wir noch ein bisschen üben. Da kommt jemand, das könnte dein Vater sein. Hast du Angst? Oh, wenn er uns zusammen sieht, die reiche Bauerntochter und den armen Knecht, dann wird er toben. Er tobt dauernd, aber eigentlich ist er lieb wie ein neugeborenes Kalb. Komm, wir verstecken uns auf dem Heuboden. Gerne. Verstecken, nicht verführen, klar? Ich bin ein anständiges Mädchen. Schon gehört, der Schwarze Graf soll dem Müllern einen Besuch abgestattet haben. Oh, geschieht ihm recht. Der soll ja mit dem Franzosen gemeinsame Sache gemacht haben. Der hat wohl nicht gleich bezahlt, da hat ihm der Schwarze Graf den Heuschober angezündet. Steh
nicht im Februar noch das Korn, dann ist es wohl vergessen worden. Dann hat er sofort den geforderten Geldbetrag hinübergeschoben. Er beklaut nur Reiche, sagt man. Quatsch, der nimmt es von jedem, von dem er es kriegen kann. Und wer nicht zahlt, dem steckt er das Haus über den Kopf an. Es ist immer besser, die Angst als die Hoffnung zu haben. Aber er lässt einem immer genug zum Leben übrig. Na, Tote kann er ja auch nicht schröpfen. Das kann nur die Kirche. Die nimmt einem sogar fürs Sterben noch Geld ab. Der Pastor lässt sich doch alles bezahlen. Teda, wie kannst du sowas Gottloses sagen? Wenn's doch stimmt. Sogar für das Glockengeläut nimmt er einem noch Geld ab. Trotzdem, so etwas sagt man nicht. Wir werden für dein Seelenheil beten. Oh, tu das, tu das. Und du bete dafür, dass uns der schwarze Graf nicht heimsucht. An uns Armen vergreift er sich nicht, nur an Reichen. Ihr werdet sehen, wen der beklaut, der kann es sich leisten. Ist der April sehr trocken, geht der Sommer nicht auf Socken. Wer wohl ist dieser schwarze Graf? Manche Leute sagen, es sei der leibhaftige Person. Wenn's der Teufel will, kommt der Frost noch im April. Der hat es nicht nötig, arme Leute, um ihr sauer verdientes Geld zu bringen. Der ist nur an schwarzen Seelen interessiert und die findet er ja reichlich zwischen den Adligen und dem Pfaffen. Teda, also ich hab ja gehört, dass der Herr von Nägelein dahinter steckt. Der braucht doch so viel Geld für seine hochtrabenden Pläne, was die Umgestaltung der Stadt betrifft. Der Herr von Nägelein doch nicht. So ein feiner Mann. Oh, das sind die Schlimmsten. Wenn du einem Werwolf begegnest, dann ist es aus mit dir. Und darum solltest du zu Hause bleiben, wenn Vollmond ist. Nein, das muss jemand von außerhalb sein. Einer der französischen Soldaten, die nach der Vertreibung hier geblieben sind. So einer wie dein Christian? Vielleicht. Es war auf jeden Fall keiner von hier. Und wieso kennt er sich dann hier so gut aus? Er weiß genau, wie viel er den Leuten abnehmen darf, ohne dass sie verhungern müssen. Das kann nur einer von hier wissen. Wollten wir nicht singen üben? Genau, Aufstellung bitte. Es ist Johanni und das erste große Fest nach der Besatzung. Wir wollen uns nicht blamieren. 3, 2, 1. Kein schöner Tag in dieser Zeit, als wir das Grundgesetz. Wer singt denn hier so furchtbar? Thea! Quatsch, die was? Das stimmt ja gar nicht. Ich singe wundervoll, sagt mein Magnus. Der mag ja auch das Quieken von Schweinen. Er mag halt seine Schweine sehr. Ach, ihr seid ja bloß neidisch auf meinen Magnus. Hört auf zu zanken. Dörte. Ja? Von jetzt ab singst du nur noch leise mit. Ach, wieso das denn? Weil ich jeder Schweinegequietsche gerne mag. Das Schlimmste fürchten heilt oft das Schlimmste. Kinder, das reicht. Jetzt mussten erst die Franzosen so lange unser schönes Ammerland besetzen. Und es mussten erst die Russen kommen, um uns zu befreien. Und jetzt stellt sich heraus, dass wir die stärkste Waffe gegen unsere Feinde schon lange besitzen. Ich weiß, unsere Kraft und unseren starken Willen in schwierigen Situationen zusammenzuhalten. Nein, unsere Dörte. Wenn wir die, als Napoleons Truppen einmarschiert sind, zur Begrüßung hätten singen lassen, dann wären die Franzmänner sofort umgekehrt und hätten sich ergeben. Es ist schon spät. Ich muss jetzt nach Haus. Sonst gibt es heute Abend nichts zu essen. Ja, ich auch. Ja gut, dann machen wir halt Schluss. Soll heute Abend wohl alles klappen. Die meisten Männer sind ja eh schon besoffen, wenn wir heute Abend singen. Na, meine zukünftige Großmagd? Dass du mir das ja nicht vergisst. Wie könnte ich?
wenn ich den Hof, den Nina erben wird, mit unserem Vereine, den Vater nicht anders können und mir das Sagen übertragen. Und dann werde ich dich zu meiner Frau machen. Und dann wirst du nicht nur auf dem Hof die Herrin sein, sondern auch in meinem Bett. Lieber wäre ich deine Frau und damit die Herrin auf dem Hof. Herrin wirst du auch so sein. Lina muss nur auf dem Papier meine Frau werden. Wenn ich den Hof, den sie erben wird, mit unserem Vereine, den Vater nicht anders können und mir das Sagen übertragen, dann werde ich bestimmen und ich werde der Herr sein. Aber dazu musst du Lina Albers erstmal heiraten. Und die hat noch nicht Ja gesagt. Dafür sollst du ja sorgen. Wenn du es schaffst, dass Lina mich heiratet, wirst du die Position auf meinem Hof bekommen, die du dir wünschst. Und wer weiß, vielleicht wird Lina ja eines Tages krank. Und dann kannst du immer noch Herrin werden. Man hört ja so viel von plötzlichen Krankheiten. Ja, da hört man so einige. Man hört aber auch, dass Lina ein Auge auf den Christian geworfen hat. Den Franzosen? Das musst du verhindern, klar? Und wie? Verführe ihn und lass Lina wissen, dass ihr Angebeteter an dich verliebt ist. Ich bin keine Kokotte. Aber du willst Großmarkt werden auf meinem Hof. Dann tu auch was dafür. Stell dir einfach vor, dass ich es bin. Und denke daran, was wir zwei alles erreichen können. Und das wird erst der Anfang sein. Selbst Amtmann von Nägelein wird auf uns angewiesen sein. Und du wirst an meiner Seite sein. Verlass dich auf mich. Ich werde schon dafür sorgen, dass sie keinen anderen bekommt. Hauptsache du vergisst nicht, dass ich es bin, die an deine Seite gehört. Du bist ein heimtückisches, hinterhältiges Biest. Wir passen gut zusammen. Stimmt. So, und nun verschwinde, sonst merkt noch niemand was. Wir sehen uns nach dem Fest am Waldesrand. Das waren Grete und Eger. Konntest du hören, was sie gesprochen haben? Nein, aber die scheinen ja ziemlich vertraut miteinander zu sein. Umso besser. Dann lässt er mich wenigstens in Ruhe. Muss ich mir Sorgen machen? Ach Quatsch, er will mich nur heiraten. Das heißt, eigentlich den Hof, den ich mal erben werde. Das ist ja auch überhaupt kein Grund, sich Sorgen zu machen. Ist es auch nicht, denn ich will ihn nicht. Ich will einen ganz anderen. Und wer ist das? Kennst du nicht? Ha, du! Da kommt mein Vater! Los, mach, dass du an die Arbeit kommst! Sind die Vorbereitungen getroffen? Lina, du wolltest das Fest ausrichten, also mach auf. Es kommen hohe Gäste, gute Freunde und die sich dafür halten. Also los! Grete! Grete! Hier, was ist los? Laufen die Vorbereitungen? Wie sieht es mit dem Essen aus? Haben wir genug? Und Tische und Bänke? Habt ihr genug herbeigeholt? Und Musik? Hoffentlich kommen die Spielleute. Ach Grete, ich bin ja so aufgeregt. Das ist das erste Fest, das Vater mich ausrichten lässt. Toll! Es ist alles besorgt. Ach Grete, wenn ich dich nicht hätte. Ja, dann hättest du jemand anderen. Wird Eger auch kommen? Ich fürchte schon. Warum? Ach, nur so. Er ist ein guter Mann. Na, du musst es ja wissen. Thank you.
Tanz gehört mir. Das hättest du wohl gerne. Ja, das hätte ich gerne. Der erste Tanz gehört meinem Vater. Und danach, wenn du dich gut benimmst, kommst vielleicht du dran. Vielleicht. Ich könnte mich vielleicht in dich verlieben. Vielleicht. Ich geb dir gleich vielleicht. Los, oder sollen die Gäste auf dem Boden sitzen? Sie können meinen Hocker haben. Ich tanze so lange mit dir. Das könnte dir so passen. Seid willkommen zu unserer kleinen, bescheidenen Feier. Schön, dass ihr kommen konntet. Herr Koch, schön, Sie zu sehen. Wollen Sie sich etwas von dem Schnaps zurückholen, den euch mein Vater abgekauft hat? Gewiss doch. Euer Vater hat mich so sehr heruntergehandelt, dass ich mir wenigstens einen kleinen Teil zurückholen muss. Die Geschäfte laufen gut, wie man hört. Jetzt, wo es den Leuten wieder besser geht, wird sicher wieder mehr getrunken. Ach, getrunken wird immer, egal wie es den Leuten geht. Entweder aus Freude über die gute Lage oder aus Kummer über die schlechte. Nur, dass in schweren Zeiten die Leute nicht bezahlen können und anfangen selber zu brennen. Aber stimmt schon, unsere Dart steht gut unter Feuer. Max und Eger Harms, ihr kommt auch zu unserem Johannifest. Wie schön. Euch hat doch bestimmt mein Vater eingeladen. Oder seid ihr am Ende gar nicht eingeladen? Natürlich sind wir eingeladen. Sonst wären wir doch gar nicht hier. Wo ist dein Vater? Ich habe mit ihm zu sprechen. Er wird sicher gleich kommen. Ich werde gleich den Tanz mit dir eröffnen. Ich hoffe, du kannst es vertragen, wenn ich ein bisschen fester zupacke. Ich hoffe, du kannst es vertragen, wenn ich dir einen Korb gebe. Kleine Wildkatze, was? Na, ich werde dich schon bändigen. Pfoten weg! Gewöhn dich schon mal dran. Ich werde dir schon zeigen, wer der Herr im Haus ist. Ich weiß doch, wer bei euch der Herr im Haus ist. Dein Vater. Und du bist der Herr im Schweinestall. Na warte, dir werde ich die Frechheiten schon austreiben, wenn du erstmal meine Frau bist. Lieber heirate ich unseren Ziegenbock. Der stinkt nicht so wie du. Na warte, dir werde ich's zeigen. Lass deine Finger von ihr. Hey, lass mich los. Lass mir doch nicht von einem dahergelaufenen französischen Knecht sagen, wie ich meine zukünftige Frau zu behandeln habe. Nach dem Kerker wird er schon beruhigen. Herr von Negeler, Sie will ja nicht eine harmlose Schlägerei zum Anlass nehmen, meine Gäste zu verraten. Oh, nein, nein, nur keine Angst. Ich bin nicht wie die Franzosen, obwohl von Disziplin verstanden Sie etwas. Ich hätte mit Ihrer Hilfe aus Westerstede ein Schmuckstück machen können, vorausgesetzt, Sie hätten mich nicht erschossen. Was um ein Haar geschehen wäre. Ja, dumme Sache. Doch, lass uns über etwas Angenehmeres reden. Ich plane die Umgestaltung des Marktplatzes. Oh, welcher Marktplatz? Es gibt keinen richtigen Marktplatz in Westerstede. Der Markt findet zwischen Hütten auf der Straße statt. Eben. Und das wollen wir ändern. Das wird die größte und schönste Veränderung seit 1123. Damals wurde der Grund und Boden für unsere Kirche gestiftet. Hier, vor der Kirche, wäre die richtige Stelle für einen Marktplatz. Nur, dass das nicht geht. Warum nicht? Weil hier mein Haus steht. Noch. Was soll das heißen? Noch. Das ist mein verbriefter Grund und Boden. Ihr könnt mich hier nicht fortjagen. Das schafft nicht mal der Schwarze Graf. Das will doch auch keiner. Aber ihr müsst doch einsehen, dass es so nicht bleiben kann. Es stinkt in Westerstede. Die Straßen sind von Unrat. Und wenn es regnet, haben wir maschige Sumpfwege statt Straßen. Das Wasser kann nicht genug ablaufen, wenn wir... Hier ist ein grundlegendes Problem. Die Tiere müssen raus aus der Stadt. Wir müssen Platz schaffen für die Händler und Handwerker. Es traut sich doch keiner mehr her bei dem Gestank.
Die Kirchgänger müssen durch dicken Matsch warten. Und das am heiligen Sonntag. Na und? Dann sollen sie sich doch an das Schuhwerk zulegen. Das versteht er, entwickelt sich. Wir werden einmal eine Stadt für den Handel und das Handwerk werden. Aber dazu brauchen wir Platz in der Stadt. Sonst kaufen die Leute in Fahre, Hapen oder Oldenburg. Gut so. Wir sind nicht Oldenburg oder Bremen. Mesterstede ist und bleibt eine Bauernschaft. Und das Vieh gehört zu uns. Ganz recht. Und darum wäre es auch besser, ihr errichtet neue Stallungen auf den Weiden mit einem schönen neuen Wohntrakt. Nicht nur im Stall, sondern ein extra Gebäude. Das würde eurer Tochter doch sicher gefallen, oder? Mir aber nicht. Lothar, Magnus, Renke, wie seht ihr das? Ja, wie sehen wir das? Kurz überlegen. Es wäre im Sommer schon gut, wenn das Vieh in unserer Nähe wäre. Und im Winter ist es in der Stadt recht eng. Ja, ja, und meine Schweine, jedes Mal, wenn die weglaufen, bekomme ich Ärger mit den anderen Anwohnern. Ja, es gibt mittlerweile über 50 Häuser in Westerstede. Es wird langsam zu eng hier. Und wenn ein Amtmann von Nägelein uns einen guten Preis macht für unsere Scheunen in der Stadt, dann könnten wir neu errichten. Und wir müssen nicht so aufpassen mit unseren Feuern in den Häusern. Und uns würde nicht so leicht was gestohlen. Ja, und meine Schweine hätten mehr Auslauf. Ja, und wir müssen den Mist nicht so weit hinauf auf die Äcker bringen. Ja, und ich hätte mehr Zeit für meine Schweine. Oh, hör doch endlich mal auf, nur über deine blöden Schweine zu reden. Meine Schweine sind nicht blöd. Im Gegensatz zu dir vielleicht nicht. Verräter, dann zieht er vor die Stadt und lasst euch von den Russen und Franzosen überfallen. Ich bleibe hier, basta. Und nun will ich feiern. Lina, bring Bier! Bier her, Bier her, ohne ich fall um. Ja, okay. Bier her, ohne ich fall um. Ihr habt recht. Ihr habt völlig recht. Wir können ein andermal über die großzügige Entschädigung sprechen, die ihr bekommen sollt. Moment mal. Was für eine großzügige Entschädigung? Ich habe mit den Herren von Fickensold verhandelt. Ihr könnt ein Stück Land auf halber Strecke nach Aachen bekommen. Moorboden sauer und viel zu nass. Auch der Herr von Burgforde war nach 10 Verhandlungen bereit, ein kleines Stück Land... Karnickelsand, viel zu trocken. Dann lasst euch doch von dem Herrn von Kniphausen ein Stück Marschboden im Schwarzen Wrack geben! Ob das wirklich klug war, sich mit Amtmann von Nägelein anzulegen? Immerhin, er ist doch der offizielle Vertreter der Obrigkeit. Er hatte doch nur Glück, dass die Russen rechtzeitig da waren. Und nun will ich nichts mehr davon hören. Lasst uns aufstellen zum Tanz! Ja! Musik!
Baum und laufen über den Friedhof und durch sämtliche Gärten. Sie müssen sich ja doch unter dem Zaun gewühlt haben. Ja, da kannst du erst mal sehen. Was? Dass meine Schweine nicht blöd sind. Das sind die schlauesten Tiere der Welt. Und trotzdem kommen sie in den Pott. Du bist so gemein, du. Schnell, fang die Finger wieder ein, bevor sie den ganzen Friedhof verwüsten. Da. Gerold, lass die jungen Leute die Schweine jagen. Das ist keine Arbeit für uns. Ich habe mit dir zu sprechen. Es geht um die Heirat unserer Kinder. Lina hat mir nichts von einer Hochzeit erzählt. Weil sie noch nicht weiß, welches Glück sie hat, einen Mann wie Eger zu bekommen. Unsere Höfe liegen dicht beieinander. Mein Land liegt neben deinem. Und mit der Abfindung von deiner Hofstelle werden wir unsere Stallung erneuern. Und du wirst eine schöne, große Kammer im Gesindehaus bekommen. Gesindehaus? Dann kannst du deine Enkel aufwachsen sehen. Lina wird den heiraten, den sie sich aussucht. Und das wird wohl kaum dein Eger sein. Das hat sie nicht zu entscheiden. Es war schon immer so, dass Geld zu Geld und Land zu Land gehört. Und da dein Sohn tot ist, gehört dein Hof durch Heirat zu meinem. Lina soll auch froh sein, dass mein Sohn sie nimmt. Lina ist nicht auf Eger angewiesen. Dein Sohn ist fast 20 Jahre älter als er. Er ist ein Mann. Sei froh, dass er sich die Hörner abgestoßen hat und sich von niemandem neue aufsetzen lässt. Erst recht nicht von deiner Lina. Ich habe meiner Frau am Sterbebett versprochen, dass Lina sich jemanden aussuchen kann. Aber ich würde alles dafür tun, dass es nicht dein Sohn ist. Das wird dir doch leid tun. Verdammt leid. Wenn dich jetzt der schwarze Graf geholt hat und dein Hof abgebrannt ist, werde ich deine Lina nur noch als Magd halten. Und du? Du kannst nichts dagegen tun. Verschwinde. Auf der Stelle. Oder ich werde dich und deinen dämlichen Sohn ins Jenseits befördern. Wir sprechen uns doch. Verlass dich drauf. Ha. Lina! Lina! Komm sofort her! Was ist denn, Vater? Ist das geschehen? Wir haben doch fast alle Schweine wieder eingefangen. Nein, nicht alle. Zwei habt ihr vergessen. Wo sind sie hin? Nach Hause. Ich verstehe nicht. Brauchst du auch nicht. Willst du Eger heiraten? Wie kommst du denn da drauf? Antworte! Willst du ihn heiraten? Nie im Leben. Der stinkt. Dann wasch ihn. Der stinkt von innen. Den kann man nicht waschen. Gut, sehr gut. Ich kann diese Leute nicht ausstehen. Ich habe deiner Mutter versprochen, dass du dir den Mann aussuchen kannst. Da kannst du beruhigt sein. Eger suche ich mir bestimmt nicht aus. Aber beeil dich, hörst du? Ich möchte noch mit meinen Enkelkindern spielen, bevor ich sterbe. Ja, Vater. Kinder, bevor du stirbst. Wird erledigt. Ja? Was würdest du sagen, wenn ich mir schon jemanden ausgesucht hätte? Solange es nicht dieser gottverdammte Ego ist? Ja. Ja, dann soll's mir recht sein. Egal wer. Kann er arbeiten? Gut sogar. Ist er fleißig? Ja. Trinkt er oder ist er ein Spieler? Weder noch. Dann nimm ihn, solange er dich noch nicht richtig kennt. Wenn er erst weiß, was er sich ins Haus holt, überlegt er sich das vielleicht. Er ist bereits im Haus. Wie meinst du das? Es ist Christian. Bist du verrückt? Ein Knecht und dazu auch noch ein Franzose? Auf gar keinen Fall. Kann er arbeiten oder nicht? Ja. Trinkt er oder spielt er? Nein. Darf ich mir meinen Mann selber aussuchen? Das schon. Und ich habe mir Christian ausgesucht. Weiß er das? Natürlich. Er würde mein Nachfolger auf dem Hof werden.
Dazu braucht er den Respekt und die Anerkennung der Leute. Und auch meine. Die wird er sich schon erwerben. So einfach ist das nicht. Vertraust du mir? Ja, Vater. Ich würde dir jederzeit mein Leben anvertrauen. Auch das von deinem Geliebten? Ich vertraue dir. Gut. Dann ruf ihn. Und wenn ich mit ihm rede, hältst du den Mund, klar? Gut. Christian! Christian! Ich habe mit dir zu reden, Christian. Ja. Du willst meine Tochter heiraten? Ja. Und du glaubst, du würdest ja ein guter Ehemann sein? Ja. Du weißt, dass du nicht nur meine Tochter heiraten würdest, sondern auch den ganzen Mann. Mit allem drum und dran. Einschließlich mir. Ja. Kannst du auch noch was anderes sagen, außer ja? Ja. Lena, hol meinen Revolver. Vater, was hast du vor? Tu, was ich dir sage. Hör gut zu, Christian. Die Leute sagen, du bist ein Feind. Ein französischer Deserteur. Wenn das so ist, solltest du machen, dass du schnellstens hier verschwindest und dich nie wieder sehen lässt. Wenn nicht, hast du jetzt genauso lange Zeit, mich davon zu überzeugen, dass du es wert bist, meine Tochter zu heiraten, wie ich brauche, um diesen Revolver zu laden. Vater, du kannst doch nicht! Sei still. Natürlich kann ich. Also, rede, fliehe, oder stirb. Erstens wollte ich nicht für einen Staat kämpfen, der seine Ideale verrät. Und zweitens bin ich gar kein Franzose, sondern komme aus Augsburg. Und drittens ist es kein Verbrechen, eure Tochter zu lieben. Wenn du kein Franzose bist, warum kämpfst du für die französische Armee? Wegen eines Versprechens. Und das lautet? Napoleon Bonaparte hat dem König von Westfalen versprochen, seinen Kopf oberhalb der Schultern zu lassen, wenn er ihm die volle Gefolgschaft erweise. Und das tat dieser auch. Du wurdest also gezwungen, in Napoleons Armee zu kämpfen. Nein, nein, das brauchten sie nicht. Ich habe an das geglaubt, was sie uns erzählt haben. Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Nur, dass einige mal wieder gleicher waren als andere. Ich wollte die unterdrückten Länder befreien, bejubelt werden. Und? Wurdet ihr bejubelt? In Mailand, ja. Aber als ich zur Armee kam, war das lange vorbei. Der Befreier war ein Diktator, der kein Deut besser war als die bisherigen Machthaber. Doch das habe ich erst gemerkt, als es zu spät war. Ich habe miterlebt, wie sie ganze Höfe niederbrannten, nur weil die Bauern sich weigerten, ihre Vorräte herauszugeben. So wie bei uns. Mein Vater war auch Bauer. Ich weiß, wie es ist, wenn das letzte Schwein, das einem im Winter das Magenknurren vertreiben soll, aus dem Stall geholt wird. Und doch hast du es auch getan! Ja, Napoleon sind die Kleinbauern völlig egal gewesen. Wie alle Diktatoren hat er am Ende seine Interessen vor das Volk gestellt. Ich wollte weg von dieser Armee, weg von diesem Wahnsinn. Auch wenn sie mich erschießen, das war mir egal. Hast du auch an der Erschießung von Widerstandskämpfern wie meinem Sohn teilgenommen? Nein, aber wenn ich den Befehl bekommen hätte, hätte ich auch das machen müssen. Du hast meinen Sohn nicht erschossen. Das weiß ich. Ich war dabei und hab mir jedes einzelne Gesicht gemerkt. Dein ist aber nicht dabei. Trotzdem. Vater, nicht! Mutig bist du. Du wirst es noch beweisen müssen. Was ist passiert? Wir haben einen Schuss gehört. Meine Schweine haben sich ganz fürchterlich erschreckt. An die? Nein, es war nichts. Beruhigt euch. Ach so. Wollen wir nicht feiern? Ja! Ja! Ja, wo wart ihr denn? Ja, wir mussten noch Markus seine Schweine wieder einfangen. Und dann hat er zu einem Bierchen und seine Karte eingeladen. Ja, als Dankeschön. Ein gutes Bier hat er. Kein Schweinebier aus Jever. Und mein Bier schmeckt euch nicht? Dann können wir ja wieder abräumen. Nein, dein Bier ist gut. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Ja. Dann lasst uns feiern! Ja. Ja! Wo ist der Chor?
Bier, Pfeif, Gesang und Tanz! Steht ein Zettel an deiner Tür, eine Botschaft. Regel nicht doch mal vor! Halt mal fest. Es ist Zeit, die Steuern zu zahlen. Ein Viertel der letzten Ernte in Goldmark oder der rote Hahn wird auf deinem Dach sitzen. Halte das Geld bereit, der schwarze Graf. Was heißt, der rote Hahn wird auf deinem Dach sitzen? Kriegt der Hahn bald auf die Mist, ändert sich das Wetter noch, bleibt wie Mist. Dann kann er nicht zahlen, das Haus abbrennt. Erst unter den Hammerschlägen des Schicksals gewinnt das Leid Form und Gestalt. Gar nichts wird er. Ich werde nicht zahlen. Auf gar keinen Fall. Ich lasse mich nicht erpressen. Das ist das Einzige, was hier brennen wird. Los, Renke, rede mit ihm. Er muss zahlen, sonst wird er uns noch alle damit reinziehen. Warum?
Na, wenn er nicht zahlt und sich das Haus abfackeln lässt, sind wir vielleicht als nächstes dran. Er muss zahlen. Und dann haben wir Ruhe vor dem schwarzen Grafen. Ja, halt zu dir, was immer auch geschieht. Und nichts wirst du. Oder glaubst du, ich will, dass unser Haus das nächste ist, was brennt? Soll er doch zahlen, wir halten uns da raus. Aber Teda, wir können doch nicht. Wer hilft uns denn, wenn unser Haus brennt? Wir halten uns raus, klar? Klar. Und du, Magnus? Bist du auch so ein Feigling wie die anderen? Ja, nein, aber ich muss auch an meine Schweine denken. Wenn mir mal was passiert, wer kümmert sich denn um die? Schöne Freunde habe ich da. Ich lasse mich nicht erpressen. Ich bin ein freier Bauer. Niemand kriegt mich klein. Niemand! Hau ab, ihr Feiglinge! Los, verschwindet! Alle! Vater, was machen wir denn jetzt? Christian, du musst uns sehr viel eher beweisen, dass du auf meine Tochter aufpassen kannst. Bring Lina und Gretel zu meiner Schwester nach Bredehorn. Sie wird euch aufnehmen. Nein, ich bleibe hier. Christian und ich werden dir helfen, den Hof gegen den schwarzen Grafen zu verteidigen. Gretel, bist du dabei? Ja. Gut, wie fangen wir es an? Wir müssen Wache schieben. Dabei können wir uns abwechseln. Ich übernehme die Nachtschicht. Tagsüber wird er sich nicht trauen zu kommen. Wir stellen Eimer mit Wasser gefüllt um die Scheune. Dann können wir gleich löschen, wenn er etwas in Brand steckt. Ja, und die wertvollen Sachen, die bringen wir zum Nachbarn. Die können das nicht ausschlagen. Wir brauchen Waffen, um uns zu verteidigen. Nein! Ihr werdet tun, was ich euch sage und nach Bredehorn aufbrechen. Habt ihr mich verstanden? Ja, das haben wir. Aber tun werden wir es nicht. Du vergisst, dass ich den gleichen Dickkopf habe wie du. Ja. Ausgerechnet den musst du vermehren. Ach, Lina, du weißt, dass ich dich nur selten um was bitte. Ja, Vater. Aber jetzt bitte ich dich. Ich habe deine Mutter verloren und dein Bruder, das habe ich nie verwunden. Nur du hast mir die Kraft gegeben, weiterzumachen. Wenn dir was zustößt, weiß ich nicht mehr weiter. Ich bitte dich, lass Christian dich in Sicherheit bringen. Aber wir können dich doch hier nicht alleine lassen. Ich glaube ja. Wir sollten ja von Nägelein um Hilfe bitten. Es ist seine Aufgabe, den schwarzen Grafen zu fangen. Der freut sich doch, wenn mir der Hof abbrennt. Da kann er endlich aus Westerstede klein Hamburg machen. Nein, der hilft uns bestimmt nicht. Mich würde es nicht einmal wundern, wenn er mit dem schwarzen Grafen an der Decke steht. Geht jetzt. Findest du es richtig, dass du Lina ganz alleine mit Christian nach Bredehorn fahren lässt? Es geht das Gerücht herum, dass Christian der schwarze Graf ist. So ein Quatsch, Christian und der schwarze Graf. Blödsinn! Er war in der französischen Armee. So jemanden kann man nicht trauen. Und ihr lasst ihn ganz allein mit eurer Tochter los? Wer weiß, was da alles passieren kann. Schweig, dummes Weib! Geh und sag Ihnen, dass ich gleich komme und helfe. Adele? Haben wir nicht eine prächtige Tochter? Ich werde sie beschützen. Verlass dich drauf. Sie hat sich verliebt in einen ehemaligen französischen Soldaten. Aber das muss nichts heißen. Hast du das mit dem schwarzen Grafen mitbekommen? Keiner der anderen hilft uns. Sie haben Angst, Sie können die Nächsten sein. Und Herr von Nägelein,
Der will uns sowieso aus der Stadt haben. Wenn ich nur wüsste, wer der verdammte Schwarze... Oh, Verzeihung. Ich wollte nicht fliegen. Ich wünschte nur, dass sie diesen Lumpen einmal zu fassen bekäme. Wenn doch nur unser Sohn hier wäre. Er fehlt mir. Du fehlst mir! Ich muss Lina jetzt beim Packen helfen. Sie muss heute noch den Hof verlassen. Grüß unseren Sohn. Bis bald, Adele. Bis bald. Herr von Egler, Sie können sich meiner Unterstützung vollkommen sicher sein. Wir zusammen werden das schon in den Griff bekommen. Es ist nur wichtig, dass Gerold Albers nicht mehr querschießt. Er ist ein Sturkopf. Was ich immer sage. Er sieht nur nicht ein, dass seine Tochter und mein Sohn das ideale Paar sind. Unsere Höfe passen perfekt zusammen. Und mein Eger wäre ihr ein wundervoller Mann. Er liebt sie wirklich über alles. Und sie? Sie kann ihre Liebe noch nicht richtig zeigen. Aber dieser Franzose, der Knecht von Gerold, wird uns doch alle ins Unglück stürzen. Den müssen wir im Auge behalten. Zunächst einmal müssen wir dieses sogenannten Schwarzen Grafen habhaft werden. Dieses Verbrechertum kann ich in Westerstede nicht dulden. Gut, dass ihr mich informiert habt. Ach, wenn sich die Westersteder nur rechtzeitig an mich wenden würden. Aber die zahlen ja lieber diese Feiglinge. Ganz recht. Jetzt, wo der Albersche Hof bedroht wird, ist das die Gelegenheit, den Schwarzen Grafen zu erwischen. Schickt meinen Eger mit Albers Lieder nach Brederhorn. Und den französischen Knecht teilt ihr zur Wache ein. So habt ihr ihn immer im Auge. Gut, es wird Zeit, dass ich das Zepter in die Hand nehme. Gerold Albers! Ich habe mit dir zu reden! Was wollt ihr? Seid ihr gekommen, um euch an meinem Unglück zu laben? Wir sind hier, um dir zu helfen, auch wenn du es nicht verdient hast! Ihnen kann es nur recht sein, wenn der Schwarze Graf meinen Hof abfackelt. Unsinn! Wo ist dein Knecht? Er wird gebraucht, um die Wachen zu verstärken. Maxams hat freundlicherweise angeboten, dass sein Sohn deine Tochter begleiten wird. Auf gar keinen Fall fahre ich mit diesem Mann mit. Alleine kann ich dich in der Nacht keine so lange Strecke fahren lassen. Ich fahre alleine. Ihr habt mich nicht verstanden. Ich schlage nicht vor, ich ordne an. Ich kann die dann nach Brederhorn bringen und dann wieder umkehren. Der Weg ist ja nicht so weit und wir sind auch schon mit dem Packen fertig. Ihr habt gehört, was Amann von Egelein gesagt hat. Ich kann schon für mich selbst sprechen. Danke, Bauer Harms. Woher wisst ihr überhaupt davon, dass ich nach Brederhorn will? Bauer Harms hat es als seine Pflicht empfunden, mich zu informieren. So hat er das. Und woher wusste er davon? Dann lass sie doch um Himmels Willen mit ihrem Knecht fahren. Es ist nur wichtig, dass er gleich zurückkommt und nicht die Nacht bei ihr verbringt. Also gut, dann sollen sie fahren. Die Sachen sind verpackt. Lina, du sollst schnell aufbrechen, ehe es ganz dunkel wird. Gut, kommst du, Christian? Du hast noch einen langen Weg vor dir, wenn du gleich wieder umkehren sollst. Ja, ich komme. Pass auf dich auf, Christian. Kommst du jetzt oder willst du lieber hier bleiben bei Grete? Was wollt ihr hier alle? Gaffen? Wenn ihr unser Bier trinken könnt, dann seid ihr alle da. Aber wenn wir eure Hilfe brauchen, versteckt ihr euch in euren Löchern. Schämt euch! Vater, pass bitte auf dich auf. Ich brauche dich.
Hier bin ich. Geh zur Ruhe. Decke meinen Bierbauch zu. Herrgott, lass das Weibe mein morgen nicht so schrecklich sein. Gib mir morgen wieder Durst. Alles andere ist mir wurscht. Luther, was machst du denn hier? Sieh zu, dass du nach Hause kommst. Der schwarze Graf treibt sein Unwesen. Der kann auch nicht schlimmer sein als meine Frau. Wasser gibt den Ochsen Kraft, den Menschen Bier und Rebensaft. Drum danke Gott als guter Christ, dass du kein Ochs geworden bist. Willst du Ärger mit Nägelein? Geh nach Hause, hörst du? Wir lauern dem, du weißt schon, wer auf. Wer? Nein, will ich nicht. Wer ist es? Du weißt schon, wer. Nimm diesen Mann fest. Was? Warum? Man wird ja wohl noch, oh Herr von Nägelein, Verzeihung. Ich nehme an, du bist der schwarze Graf? Nein, ich doch nicht. Und was suchst du hier? Nehmen Sie ihn nicht ernst. Er hat zu viel getrunken. Er ist mit Sicherheit nicht der schwarze Graf. Sicher, sicher. Hängt den Mann vorsorglich auf. Halt, das können wir doch nicht machen. Gnade, ich bin doch schon einen bösen Weib bestraft. So böse wird sie schon nicht sein. Doch. Na, dass du nach Hause kommst. Oder lass dich doch noch hängen, klar. Jawohl, Herr Nägelein. Luther, wo steckst du? Komm du mir nach Hause. Sehen Sie, können Sie nicht vielleicht Sie als Schwarzen haben? Verschwinde und lass das Saufen sein, verstanden? Armer Kerl, los alle wieder auf eure Plätze. Ergreift ihn! Ergreift den schwarzen Grafen! So, Freundchen, jetzt wollen wir doch mal sehen, wer sich hinter dieser Maske verbirgt. Lasst mich los, ihr Idioten! Was fällt euch an, mich zu überfallen? Mein Vater wird euch Beine machen. Lina, was suchst du hier? Warum bist du nicht bei deiner Tante? Weil ich nicht tatenlos zusehen werde, wie uns der Hof abgebrannt wird und die Menschen, die ich liebe, in Lebensgefahr geraten. Glaubt ihr allen Ernstes, dass ich mich in mein Bett lege und schlafe, während es hier um meine Zukunft geht? Nein! Hat Christian dich nicht bei deiner Tante abgeliefert? Doch! Dein Vater hat es auch nicht leicht mit dir! Du gehst jetzt sofort ins Haus, damit er dir den Hintern versohlen kann! Willst du hier alles vermasseln? Tu, was man dir sagt! Wo ist Christian überhaupt? Ist er nicht bei euch? Nein. Er ist bestimmt eine halbe Stunde vor mir los. Er müsste längst hier sein. Hoffentlich ist ihm nichts passiert. War Christian sonst auch verschwunden, wenn der schwarze Graf sein Unwesen getrieben hat? Für Christian lege ich meine Hand ins Feuer. Dann wollen wir mal hoffen, dass du sie dir nicht verbrennst. Hilfe! Hilfe! Was ist denn nun schon wieder los? Der schwarze Graf war da. Was ist passiert? Noch nichts, aber er hat das an unsere Tür geheftet. Ihr seid die Nächsten. Der rote Hahn wird euch holen. Die erste Liebe unter meinen Welten ohne Frost vorbei. Bei uns war der gleiche Zettel an der Tür. Bei uns auch. Bei allen Bauern war so ein Zettel angeschlagen. Das ist der Satan, der uns alle holen kommt. Lief ja eigentlich niemand nach. Ich habe so ein fürchterliches Geschrei gehört und da bin ich wach geworden. Das muss er gewesen sein. Das waren Theda und Lothar. Das war nicht zu überhören. Lina, ich bin hier. Gott sei Dank, da bist du ja. Ich dachte schon, dir wäre was passiert. Wo warst du denn? Ich habe die Zettel an eure Türen geschlagen. Du? Hält die da auf, er ist der schwarze Graf. Ja! Ich bin nicht der schwarze Graf. Nicht? Und was soll das dann? Ich habe nicht alle Zettel angeschlagen. Einer stammt tatsächlich vom schwarzen Grafen. Aber ihr werdet nicht erfahren, welcher. Jeder von euch könnte der Nächste sein. Nochmal, was soll das? Sie sollen endlich verstehen, dass sie alle in Gefahr sind. Sie müssen zusammenhalten. Ja, das sollten sie. Vor allem sollten sie endlich auspacken, was sie wissen. Wir sollen es aus diesem Franzosen herausprügeln. Er muss uns sagen, wer der Nächste ist. Ja! Komm, hier prügelt niemand! Hast du erstmal auf deinen Sohn auf? Wo ist der überhaupt unterwegs, um den roten Hahn zu suchen? Was willst du damit sagen? Dich werde ich... Lass ihn in Ruhe, du Großmaul! Halt! Das reicht! Heute wird der schwarze Graf sicher nicht mehr zuschlagen. Geht nach Hause, Leute! Was sonst?
Auf ein Wort, wo ist dein Sohn? Er passt auf unseren Hof auf. Ich will doch nicht, dass uns das Haus abbrennt. In Ordnung, gehen wir nachsehen. Vater, Vater, was ist los? Ich habe Kraft gehört und da bin ich. Ich habe Herrn Amann von Dinglein gerade gesagt, dass du unseren Hof bewacht hast. Ja, genau. Gut. Seid gewarnt. Ich habe ein Auge auf euch. Geht jetzt. Komm, lass uns ins Haus gehen. Lina, Lina, ich muss mit dir reden. Jetzt nicht, Gesine. Du siehst doch, was hier los ist. Es ist wichtig. Was ist denn so wichtig? Ich müsste schon alleine. Ich muss mich sowieso noch um die Pferde kümmern. Ich habe gesehen, wer den Zettel bei euch aufgehängt hat. Was? Und das sagst du erst jetzt? Wer war es? Aber das hat bestimmt nichts zu bedeuten. Ein Zufall. Wahrscheinlich nur ein Bodengang. Gesine, wer war es? Aber du darfst nicht verraten, von wem du es weißt. Raus mit der Sprache. Jetzt nicht. Wir reden später. Gesine, verstehst du nicht, wie wichtig das ist? Doch, wir reden später. Herr von Nägelein, Gesine wollte Ihnen etwas sagen. Lina, wenn du mich jetzt verrätst, sag ich gar nichts mehr. Herr von Nägelein, Gesine wollte sagen, dass sie sich um mich sorgt und heute Nacht bei mir bleiben wird. Ja, genau. Gut. Wo ist dein Vater? Warum ist er nicht herausgekommen? Ich weiß nicht. Ich habe ihn schlafen lassen, als ich nach Hause gekommen bin. Ich wollte ihn nicht stören. Da stimmt was nicht. Bei dem Krach muss er wach geworden sein. Gehen wir nachsehen. Und wenn er uns nun erkennt? Quatsch, wie das denn? Wenn du das getan hast, was ich dir gesagt habe, geht auch alles glatt. Vater? Vater, bist du hier? Los, verschwinde, sonst merkst du noch was. Grete, hast du meinen Vater gesehen? Nein, natürlich nicht. Wo kann er nur sein? Er muss doch eine Nachricht hinterlassen haben. Nein. Aber da muss doch... Ich gehe nach. Da war nichts. Das hätte ich doch gesehen. Widersetzt sich dem schwarzen Grafen. Zahlt oder ihr werdet es bitter bereuen. Wenn ihr Gerold Albers Leben wiedersehen wollt, bringt das geforderte Geld heute Nacht zur alten Eiche bei Wittenheim oder ihr bekommt nur noch seine Leiche zu sehen. Oh Gott, ich zahle! Ich werde tun, was er verlangt! Wir werden ihn dort auflauern! Nein! Wenn er etwas merkt, wird er meinen Vater töten! Ich gehe alleine! Also gut, nimm das Geld und geh. Na los! Ihr lasst sie wirklich alleine gehen? Natürlich nicht. Wir werden die Gegend um die alte Eiche bei Wittenheim umstellen. Der schwarze Graf wird uns diesmal nicht entwischen, das sei sicher. Aber das braucht Lina nicht zu wissen. Du wirst hier Wache halten. Gut, mach ich. Ich werde alles tun, um euch zu helfen, Herr von Nägelein. Ich verstehe das nicht. Mein Vater hatte das Geld im Haus versteckt. Warum hat er es dem schwarzen Grafen nicht einfach gegeben? Tja. Dein Vater ist halt ein sturer Mann, wenn er sich im Recht fühlt. Er hätte einfach zahlen sollen. Dann wäre auch nichts passiert. Der schwarze Graf kann es sich nämlich nicht leisten, wenn ihm jemand nicht den nötigen Respekt zollt. Er wird ein Exempel statuieren wollen. Du scheinst dich ja gut auszukennen. Ich habe mir aus Sorge um meine Herrschaft so meine Gedanken gemacht. Wo ist Gesine? Ich will, dass sie mich begleitet. Warum? Ich muss doch etwas von ihr wissen. Ich bin hier. Ich komm mit. Aber du solltest doch alleine gehen. Ich komm mit. Gut, gehen wir. Wir? Du zur alten Eiche und ich nach Fickenswald. Gut, gehen wir. Tschüss. Hallo? Was ist denn hier los? Wo ist Lina? Hallo? Ich bin hier. Ich war nur kurz und nun sind sie alle weg. Ich bin nicht alle.
ich bin nicht so wie Lina. Ich lass dich nicht im Stich. Ich bin für dich da. Was heißt, Lina lässt mich im Stich? Hat sie dir nicht erzählt, dass sie zum Schwarzen Grafen geht? Wieso zum Schwarzen Grafen? Ja, sie bringt ihm doch das Geld. Er hat Gerold und will ihn töten, wenn sie dich zahlt. Sie ist ohne dich los. Ich muss zu ihr. Ja, aber sie will dich doch nicht dabei haben. Sie vertraut dir wohl nicht. Sei nicht enttäuscht, du hast doch mich. Ach, sag mir, wo sie ist. Nicht so grob. Wo sie ist, will ich wissen. Ach, Christian. Ja, sag mir, wo sie ist. Wie du meinst. Wird dir noch leid tun. Zur alten Pastorei im Busch von Böhl hier zum Löschteich ist sie gegangen. So stand es auf dem Zettel vom Schwarzen Grafen. Ist sie alleine dorthin? Ja, sie sollte doch alleine kommen. Oh, ich laufe ihr nach. Wie konnte ich sie nur alleine gehen lassen? Die Luft rein? Ja, rein her. Und dann? Und dann, frag doch nicht so blöd. Das, was wir ausgemacht haben. Ich weiß nicht, ob... Ja, er hat dich gesehen. Was meinst du, dann werden sie mit dir machen, wenn er auspackt? Ich hole ihn. Er liegt in der Scheune. Ja, beeil dich. Ich weiß nicht, wie lange sie darauf noch reinfallen. Schwachkopf. So, und nun mach das Seil fest und bereite alles vor. Und wenn er dir abhaut? Wird er schon nicht. Hat der große, gute Gerold Albers jetzt etwa Angst? Was ist das für ein Gefühl, jemandem ausgeliefert zu sein? Auf seine Gnade angewiesen zu sein? Sich nicht wehren zu können. Das tun müssen, was andere von einem verlangen. Hast du Angst? Gut so. Ich habe alles vorbereitet. Grete, müssen wir denn wirklich? Ja. Nägelein und seinen Leuten und sagt das, was wir ausgemacht haben. Es wird Sommer. Ich wünschte, wir hätten wieder Winter. Wenn der Schnee fällt auf die Bäume. Immer mehr und immer mehr. Bis sich die Äste biegen. Und dann kommt eine kleine, unbedeutende Schneeflocke. Sie setzt sich ganz langsam auf einen Ast. Sie ist es, das letzte kleine Gewicht. Und der Ast, wir brechen. Und wenn er bricht, bricht auch die Krone. Und alles stürzt in die Tiefe. Ich bin die Schneeflocke. Ich bin die Schneeflocke.
bin ihm nach. Er hat sich bei Böhle an dem pastoralen Busch versteckt. Wir müssen ihn erwischen, den schwarzen Graf. Er darf uns nicht erwischen. Ja! Das werden meine Männer erledigen. Los, umsingelt den Wald und dann geht vorsichtig voran. Das soll doch büßen! Was ist mit Gerold Albers? Das weißt du ganz genau, du Mörder! Hecken auf! Ja. Halt! Hier wird niemand unter Prozess aufgehängt! Wir machen mal einen Prozess! Ein Kurz! Ihr Axt! Hört auf, die Leute aufzuhetzen! Ich bin das Gesetz! Ich entscheide! Die Leute wollen Gerechtigkeit! Auf ein Wort, Herr von Egelein. Ihr werdet die Leute nicht zur Ruhe bekommen, wenn ihr jetzt nicht schnell entscheidet. Die wollen Rache. Aber zuerst müssen wir doch... Die Leute wollen Rache. Und ich kann sie verstehen. Alle haben Angst vor dem schwarzen Grafen und jetzt vor Gerold Albers dahinter. Leute, wenn er schuldig ist, wird er seiner gerechten Strafe nicht entgehen und gehängt werden. Ihr habt gehört, was Hermann von Egelein sagt. Er wird gehängt, also los. Ja. Ja. So warte doch, halt. So warte halt. Doch. Halt, lasst ihn sofort los. Wenn ihm was geschieht, dann könnt ihr was erleben. Ja, aber ihr habt deinen Vater umgebracht. Genau so einer gehört gehängt. Der muss weg. Er muss weg? Frag doch mal, Grete, wer der schwarze Graf ist. Gesine hat gesehen, wie sie den Zettel an unsere Tür gehängt hat. Stimmt das, Gesine? Sie hat bestimmt nichts Schlechtes gemacht und sie ist auch bestimmt kein schlechter Mensch. Und es kann ja auch sein, dass sie es gar nicht so meint. Gesine Schwenger, jetzt sag, was du weißt, sonst wirst du verhaftet. Nein, nein, nur das nicht. Also... Ich habe gesehen, wie Grete den Zettel vom schwarzen Grafen an Albers Tür geschlagen hat. Aber das war bestimmt nicht böse gemeint. Grete, was sagst du zu den Anschuldigungen? Alles Lüge. Ich war das nicht. Die lügt doch, wenn sie den Mund aufmacht. Die muss mich verwechselt haben. Was? Ich habe es genau gesehen. Du warst es. Ergreift sie. Ja! Nein, ich will euch sagen, wie es war. Ich bin hier das Opfer. Macbeth hat mich gezwungen, den Zettel anzuschlagen. Er hat mir mit Schlägen gedroht, wenn ich nicht das tue, was er sagt. Er hat herausbekommen, dass ich schwanger bin von seinem Sohn und er wollte mich und mein ungeborenes Kind im Lästern ertränken. Eger hätte zu mir gehalten. Aber Max ist so brutal. Er ist der Mörder. Er ist für all das Leid hier verantwortlich. Ihn solltet ihr hängen. So ein Unsinn. Ihr werdet doch so einer dahergelaufenen Magd nicht glauben. Die steckt da mit den Franzosen in einer Decke. Seht ihr, was ich meine, Herr von Egelein? Er ist der schwarze Graf und er hat auch Gerold Albers umgebracht. Warum hätte ich das tun sollen? Um an seinen Hof zu kommen. Das ist wahr. Ihr wart schon lange hinter dem Hof von Albers her und ihr wart es auch, der die Leute aufgehetzt hat, den Knecht Christian zu hängen. Was habt ihr dazu zu sagen, Max Harms? Nichts. Gut, dann verhafte ich euch wegen des Verdachtes auf Erpressung und Mord. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Ich bin einer der angesehensten Bauern weit und breit. Mit welchem Recht glaubt ihr mich verhaften zu können? Mit dem Recht, das mir der Herzog Peter Ludwig Friedrich von Oldenburg verliehen hat. Ich bin hier der Amtmann und ihr seid verhaftet. Und wenn man euch die angeschuldigten Vergehen nachweist, werdet ihr hängen. Von mir erfahrt ihr nichts. Magnus, du hast doch in deinem Schweinestall sicher noch Platz für einen verdächtigen Mörder, oder? Natürlich nur, bis wir ihn in das Gefängnis von Oldenburg verbracht haben. Wir wollen deine Schweine nicht länger als nötig belästigen, nur bis er uns gesagt hat, was wir wissen wollen. Dann kommt er nach Oldenburg.
Das wagt ihr nicht, wenn ihr mich zu den Schweinen steckt. Was dann? Wie sieht das aus, Magnus? Naja, wenn Lothar sich nicht gerade vor seiner Frau in dem Stall versteckt, hätte ich wohl noch Platz. Aber meine Schweine sind sehr empfindlich. In Ordnung, werft ihn in den Schweinestall. Ja, wartet! Wartet! Ich will euch alles sagen. Ich will auch vorher meinen Sohn sprechen. Sprecht, wir werden hören, was ihr zu sagen habt. Ich will ihn doch alleine sprechen. Gut. Aber wenn ihr versuchen solltet, euch aus dem Staub zu machen oder uns hinters Licht zu führen, wird euch das schlecht bekommen. Wir haben dich genau im Blick. Du wirst zugeben, der schwarze Graf zu sein. Aber ich bin nicht der schwarze Graf. Vater, Sie werden mich hängen, wenn ich so etwas sage. Vertrau mir. Aber ich bin nicht der schwarze Graf. Was, wenn Sie mich ins Gefängnis stecken? Ich werde dich in der Nacht doch wieder herausholen. Vertrau mir, mein Sohn. Du wirst nur wenige Stunden drin bleiben. Und dann? Wirst du fliehen. Wohin? Zu deinem Großonkel nach Elsterdam. Und dann? Und dann. Nun frag doch nicht so blöd. Er wird dich auf einen seiner Schiffe bringen. Du wirst die Küste bereisen. Und wenn ich hier das alles geregelt habe, wirst du nach Westerstede zurückkehren. Und man wird dich gebührend empfangen. Dafür werde ich sorgen. Ach, wenn ich noch ein paar Jahre jünger werde, aber würde ich an deiner Stelle fahren. Aber nimm dich vor dem Bier in Acht. In Jever füllen sie es in grünen Flaschen ab. Dort herrschen doch die Russen und die vertragen das Maibockbier. Komm! Und? Was habt ihr uns nun zu sagen? Mein Sohn gesteht, der schwarze Graf zu sein. Das will ich von ihm selbst hören. Ja, es stimmt. Ich bin der schwarze Graf. Von mir habt ihr alle gekrochen. Ich habe euch in Angst und Schrecken versetzt. Nein, sein Vater war es. Er setzt sich doch mal endlich gegen deinen Alten durch, Eger. Es schiebt ihn doch nur vor. Nein, ich weiß. Grete lügt. Und warum sollte sie das tun? Weil sie so glaubt, Bäuerin auf meinem Hof zu werden. Sie bildet sich ein, dass sie nach meinem Tode von Eger geheiratet wird und sie dann die große Dame auf dem Hof spielen kann. Eger würde diese Magd niemals heiraten. Und wenn sie die letzte Frau auf der Welt wäre. Halt deinen Mund, Max Harms! Eger, jetzt sag ihm, wie wir zueinander stehen. Sag ihm, dass du mich liebst und sag, dass wir zusammengehören. Nein, du lügst. Du bist eine Magd, die ich nie heiraten würde. Nein! Ich habe dich nur benutzt. Ich habe dich nie geliebt. Und nun verschwinde! Du Schwein. Du Schwein! Der Schnee fällt und ich bin die Schneeflocke. Ich bin die Schneeflocke. Er greift sie. Sie hat meinen Sohn umgebracht. Sie hat meinen Sohn ermordet. Ihr alle habt sie so weit gebracht. Ihr seid schuld am Tod meines Sohnes. Er hat alles geplant. Er ist es. Er ist der schwarze Graf. Nigelein ist der schwarze Graf. Er hat uns alle getäuscht. Bringt ihn nach auf Koblenz. Aber lasst ihn nicht aus den Augen. Ich will ihn verhören, wenn er sich beruhigt hat. Sie hat sich in Kochbrennerei verschanzt. Sie hat gesagt, dass sie jeden umbringt, der ihr zu nahe kommt. Magnus hat sich von hinten hineingeschlichen. Was sollen wir bloß tun? Reingehen! Die werden da doch keine Angst vor einer vorhaben! Doch! Die keine Tod, sie los! Wenn du uns niederstehst! Feiglinge, muss man alles selbst machen! Die Brennerei! Sie hat Kessel 3 in die Luft gejagt! Gerade als ich rein wollte, hat sie die ganze Kessel zu schaffen gemacht! Ich konnte sie nicht früh genug aufhalten! Thank you.
verstehe. Den schwarzen Grafen hat es nur um dieser Geschichte gegeben. Die wahren Umstände des Unglücks wurden nie geklärt. Man geht von einem Unfall aus. Ich weiß, ihr seid verzweifelt, aber denkt an die Zukunft. Wir werden Westerstede wieder aufbauen, größer und schöner, als es je war. Ich habe der Regierung in Oldenburg Pläne zur Neugestaltung der Stadt vorgelegt und sie wurden genehmigt. Hier vor der Kirche wird ein Marktplatz entstehen, auf dem für alle Platz sein wird. Händler werden dir ihre Waren feil bieten, Schankwirte ihre Tränke und Speisen auftischen, aber vor allem wird dieser Platz ein Platz für die Bürger werden. Ein Platz, auf dem sich die Menschen noch in 200 Jahren versammeln werden, um zu feiern, Gauklers zu bestaunen und unserer Geschichte zu gedenken. Ich bitte euch, überwindet eure Bedenken. Haltet zusammen für eine bessere Zukunft. Dann werdet ihr bald wieder ein Zuhause haben. Nein, ich verstehe das.